willkommen, liebe Freunde der Musikschule. Wir präsentieren euch das Instrument des Monats. Hallo, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Musikliebhaber. Ich heiße Roman, ich komme aus der Ukraine und unterrichte in der Musikschule Dortmund Akkordeon. Es gibt so viele Instrumente und ich sage immer, eines der schönsten Instrumenten ist das Akkordeon. Warum? Es kann man überall mitnehmen. Klavier ist ein bisschen schwer. Wenn man Keyboard spielt, muss man Strom haben. Und hier ist praktisch ein kleines Orchester für Sie alleine. Es klingt so. Ups. Naja, im Leben passieren manchmal alle möglichen Dinge. Andererseits ist das eine großartige Gelegenheit, nach innen zu schauen und zu verstehen, wie es funktioniert. Da sind die Tasten. Also normale Klaviertastatur. Wenn man unterdrückt, bei Klavier muss ein Ton kommen. Aber bei Akkordeon kommt es nicht. Muss man was dazu haben. Lass uns schauen, was hier ist. Es gibt viele Plättchen mit Metallzungen. Fast ganze Mundharmonika. Aber beim Akkordeon Luft kommt nicht vom Mund. Musiker braucht einen Blasebalg, um einen Ton zu bekommen. Mit Balg kommt Luft an diese Plättchen vorbei. Und nur mit Balg wir überhaupt Musik machen können. So, jetzt habe ich das wieder festgemacht und versuche, was zu spielen. Zum Beispiel, ich gehe mit meiner Laterne. Oder Parisienwalze. Wenn es euch gefallen hat, seid beim nächsten Mal wieder dabei.